Wer meinen Kanal kennt, kennt eventuell auch schon meine ganze Thomas-DVD-Sammlung und VHS-Sammlung und weiß von daher, dass ich DVD Nummer 2, Helden auf Schienen, nur als VHS-Kassette habe und nicht als DVD. Ich bin auch ein Genie, dass ich sie schon hier vorbereitet habe, sodass man sie nicht im Regal gesehen hat. Anyway, jetzt habe ich die DVD. Also ist dies nicht länger der Fall, dass ich die nur als Kassette habe. So, ich bin mir nicht sicher, ob die Reihenfolge passt. Hier haben wir Thomas stellt sich vor und die ersten 20 Folgen von Staffel 1. Und dann die von bis DVD 21. Relativ einheitlich da hinten, soweit es geht. Hier dann zwei neue Serie und die restliche CGI-Serie von Staffel 13 bis 17. Ja, die zwei tanzen ein bisschen aus der Reihe. Jetzt da die GWGA-DVDs zusammen. Die Specials. Diese DVDs, die alte DVDs, englische Thomas-DVDs, Dinosaurier-DVDs Teil 1, restliche Dinosaurier-DVDs, Buffy, Musicals, Glee, Blu-rays und Audrey Hepburn. Habe ich die schon gezeigt? Ich habe auf jeden Fall B-Roll-Material fürs Synchronsprecher-Video aufgenommen, in dem ich die gezeigt habe, aber ich weiß nicht, ob ich das Material benutzt habe. Leider keine genaueren Credits, was Sprecher betrifft. Genauso wie im Kino, einfach nur weitere Stimmen von diesen Sprechern, ohne dabei aufzulisten, wer wen gesprochen hat. Hab auch noch ein paar Bücher bekommen. Jekyll and Hyde ist ziemlich kurz anscheinend. Der Text ist groß, also nein, der Text ist klein, dafür ist viel Text auf den Seiten, aber es sind halt weniger als 100 Seiten. Vergessene Welt und Limis. Das ist lang dafür, 1000 Seiten. Aber momentan bin ich hier. Wie praktisch. Okay, aber habe ich jetzt überhaupt einmal erwähnt, dass jetzt diese kleine Mini-DVD mit Spaß auf der Nebelinsel und der Aufräumtag die einzige DVD ist, die einzige deutsche DVD von Thomas, die mir noch fehlt? Falls ich es nicht angesprochen habe, tue ich es jetzt. Das ist die einzige DVD, die mir noch fehlt. Dann habe ich alle deutschen Thomas-DVDs, so wie ich inzwischen schon alle deutschen Thomas-Kassetten habe. Aber ich weiß nicht, ob ich mir noch die DVD von KiwiGA besorge. Ich meine, ich habe auf Jeromes Twitter gesehen, dass das DVD-Menü ein kleines bisschen anders aussieht als das Blu-ray-Menü, weil da irgendwie die ganzen Auswahlmöglichkeiten übereinander statt nebeneinander sind oder andersrum. Aber naja.